Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. Ja, Grüße aus Hongkong, würde ich sagen. Konnichiwa. Weiß gar nicht, ob man das da sagt in Hongkong. Keine Ahnung. Wir sind heute mal auf der Map. Jetzt kommt's. West Kowloon in Hongkong unterwegs. Auf der Linie 2 fahren wir heute. Das Ganze ist heute Richtung Star Ferry. Das Ganze mit dem Enviro 400, der mitgeliefert wird oder zumindest benötigt wird für diese Karte, weil hier auch KI-Fahrzeuge diesen Typs hier auf der Karte sich befinden. Wir sehen schon, ne, so dieses typische Repaint, das ist ja halt immer so ein bisschen verspielt alles, ja. Weiß nicht, warum die hier immer so auf irgendwelche Teddys hier stehen. Line more, be closer. Ah ja. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was das hier heute für eine Fahrt wird. Drinne geht's eigentlich tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich gestehen. Wir sehen's, ne? Also das ist auch wirklich ein Bus, ne? Mit ganzen Aufkleber hier. Ich könnte jetzt alles gar nicht lesen, ne? Also fragt mich jetzt nicht, was das jetzt heißt. Könnte ich euch nicht beantworten. Sonst ist von dem Modell her das Ganze schon ein bisschen sehr heftig. Also man merkt hier wirklich Riesenunterschiede zwischen den Fahrzeugmodellen. Hier sehen wir es mal, ne? Das ist jetzt unser Arbeitsplatz hier. Ne? Das ist jetzt alles andere als angenehm. Und da sehen wir Alexander Dennis, Enviro 400. Und, funktionierst du hier? Ach nee, hier unten ist das. Das ist dann, ja, Automatik. Nö. 10.04 Uhr. Oh Gottes Willen. Pause. Automatik. Manual. Das ist, sieht aus wie das Getriebe, was wir da einstellen. Ja, sonst können wir hier auch nichts einstellen. Können wir hier oben was einstellen? Route Destination. Nein, auch nichts. Das sind alles bloß Bilder. Oh Mann. Gut, dann müssen wir das Ganze so einstellen. Und zwar auf der Linie 2 nach Star Ferry. Sind wir halt unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob das vorne anzeigt. Fürs Bus. So steht es hier. Na gut. Dann. Steht fett Stopp. Ja, komm schon. Sehr schön. Haben wir. So, wir brauchen allerdings hier Hilfspfeile, denn das Ganze wird natürlich nicht unterstützt von. Ja, wir müssen. Das muss hier unsere Linie sein, da. Hier. Na gut, Linksverkehr auch. Ja, also für alle, die sich darauf freuen. Linksverkehr. 40 Minuten dauert das wohl Ganze. Ich habe keine kürzere Linie gefunden. Also müsst ihr da jetzt mit mir zusammen durch. Oh, wieso wird das so schmal hier? Oh. So. Morgen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben 5 Minuten Verfrühung, deswegen werden wir uns bei dieser Verfrühung jetzt schnell nehmen, damit die Folge nicht allzu lang wird. So. So, nee. Okay, jetzt ist sie zu. Wollt noch mal ein bisschen lüften. Eieiei, Leute, das wird jetzt was. Also wer schon mal so Probleme mit Großbritannien oder sowas hatte, das wird auf jeden Fall heute ein Fest hier. So ein ganz komisches Knacken hier in dem Sound hier von gerade.
So, stopp. Für unsere Freunde werden wir jetzt extra hier halten. Tomp Park, alles klar. Guck dich das an, ey. Da wirst du irre. Nur das hier siehst hier. Diese Riesenkreuzung und alles sowas. Ja, ja, Karte ist natürlich komplett kostenlos. Könnt ihr euch runterladen. Wie gesagt, mitgeliefert werden auch diese Busse. Die könnt ihr dann natürlich dann gleich benutzen. Ich weiß gar nicht, es gibt wohl zwei komplette Linien. Der Rest ist alles so irgendwelche Art Kurzläufer oder sowas, weil die dann halt alles so Buchstaben haben. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ihr diese Kurzläufer tatsächlich nicht benutzen könnt, wirklich, weil das Ganze irgendwie nicht in den Hofdateien eingespeichert ist. Und somit, falls ihr einen Kurzläufer habt, ja, keine Leute einsteigen, weil ja, ihr diesen Bus eigentlich an sich gar nicht schildern könnt. Ich meine, von den Bussen her kannst du das Ganze sowieso nicht schildern, aber da gibt es ja noch genug andere Modelle, die ihr benutzen kannst. Halt, wenn ihr jetzt halt hier diese japanischen oder chinesischen Zeichen hier haben würdet, dann musst du natürlich hier auf diesen Content hier zurückgreifen. Ja, aber sonst... wenn du das ja, darauf verzichten kannst, dann kannst du natürlich die normalen Virus nehmen, die tausendmal besser sind. Und da kannst du natürlich auch richtig schildern. Also hofft man, dass man die schildern kann. Aber so an sich, wie gesagt, also auch schon, wenn du das Ganze ja über den Busbetriebssimulator kannst du dir Zielcodes angucken lassen und alles was, ja, da stimmt einfach nichts von. Ja, also die Linien sind da teilweise gar nicht drin, die man da schildern soll. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Cool ist natürlich hier das hier, ja. Das Taxi. Finde ich sehr geil gelöst. Also dass der hier bei ist. Ein Toyota. Morgen. Ich werde noch die Handbremse hier reinmachen. Also das finde ich schon cool, ja. Dass man denn hier sich schon Mühe gegeben hat mit den Fahrzeugen. Dass man hier die dazugeholt hat praktisch, ja. Das sieht schon echt edel aus. So, Tür zu. Ah, ne, wir müssen sowieso links rum. Hier möchte ich jetzt gerne in den PlayStation Center rein, ja. Bratas? Nee, wir müssen jetzt, guck mal, das ist nämlich das Problem, das muss nämlich auch darauf achten, Camp Street müssen wir jetzt. Ist rot! Boah, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Das war rot. Ja, in das PlayStation Center, ja, das wäre natürlich cool. Da kannst du bestimmt richtig geile Spiele abstauben. Spiele, die es hier in Deutschland nicht gibt wahrscheinlich, ja, da kannst du so richtig loslegen. Hier, diese Shops hier, weißt du, großartig. Warum klingelt der jetzt so? Weil wir auf die Notbremse gegangen sind? Dass wir da jetzt, deswegen jetzt so ein bisschen... Camp Street. Das ist Camp Street 2. Ja. Ist das jetzt unseres? Nö, ne? Das war bestimmt unseres. Da hat ein Bus. Oh, Leute. Weil es ist schon mal hier eine ganz andere. Klukiang. Ja, das ist unsere Haltestelle. Ach so. Ja, klar. Entschuldigung. Das war jetzt eigene Schuld. Camp Street, Linie 2 sollte das. Nicht Camp Street 2. Oh. Das wird furchtbar heute. Ach Mann. Tatsächlich passt das auch mit dem Mundschutz, ne? Also,
hinten so Japan, Tokio, China, Hongkong, da die ganze Ecke, die laufen ja auch da viel mit Mundschutz rum. Da passt diese Mod gerade hier. Ach, wir sollen nach rechts, ja. Ich sag ja, Leute, das wird heute eine ganz interessante Fahrt hier. Da ist Bus in Großbritannien fahren deutlich simpler. Lass mich einfach nicht rein. Alles klar, ich danke dir. Fuck Wing Street. Alles klar. Alles klar. Da, guck mal, wir müssen rechts rum, deswegen nämlich. Boah, dieses Gepiepe, was ist das? Echt anstrengend. Weiß nicht, was das. Das ist, sobald ich auf der Bremse stehe. Keine Ahnung. Kann ich persönlich jetzt nichts mit anfangen, mit dem Ton. Habe ich so ein bisschen krass in Amerika, ne? Da haben sie auch alles rechter Winkel, alles dreispurig teilweise. Aber wie gesagt, so schön mal dahin reisen, um mir da so diese Gamebuden da anzugucken, das würde ich ja schon gerne machen. Haben wir jetzt grün schon, oder? Ja, das sieht man echt überhaupt nicht. Oh, irgendwas piept hier. Ich würde wahnsinnig werden als Busfahrer hier. McDonald's. Das Gepiepe schon wieder los, ja? Pie.
Kaido Street. Was ist hier? Fukwa Street. Okay, nee, muss man nicht hin. Geradeaus, dürfen weiter. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, wo ich mal kurz über Probe gefahren bin. Also die stehen bei Grün einfach und irgendwann fahren sie dann weiter. Jetzt so zum Beispiel. Ach, das meine Güte, jetzt stelle ich ja alles zu. Großartig! Weil der Kollege nicht gefahren ist. Fukwa, nee, das war nicht. Ey! Oh. Gott sei Dank, Collision an. Der wäre uns jetzt hier richtig reingefahren. Der ist jetzt richtig weggeschubst sogar. Busstopp. Keine Ahnung. Ja. Ich gehe davon aus, dass der Pfeil jetzt zeigt, ne? Genau. Oh, ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Da kommt sie. Man glaubt halt nicht, was es so für OMSI-Karten gibt, ja. Also wenn man mal so, man müsste auf der Suche ist nach ausländischen Karten oder sowas. Was du da teilweise echt findest. Das ist teilweise echt ohne Worte. Und es ist halt wirklich, ja, also horizontechnisch erweitert das halt unglaublich viel. Wenn du dich halt darauf einlässt, halt, ne, auf diese ganze Thematik mit ausländischen Strecken und alles sowas, dann ist OMSI eigentlich schon echt gigantisch. Ja. Wie viele Kontinenten du so unterwegs bist. Steht da einfach so, oder wie? Ja. Und hier ist schon wieder rot. Yes, läuft, ey, läuft. Die Ampeln sind auch echt doof positioniert, ja? Ich sehe sie einfach unglaublich überhaupt nicht. Jetzt haben wir nochmal den Bus gewechselt, also mit dem ersten Modell, den ich jetzt hier gerade ausgewählt hatte, das war dann auch noch ein Kurzläufer, den man konnte man dann sowieso nicht fahren. das war ein Bus gewesen. Das war zwar auch ein Enviro, es war ein Enviro 500, aber der war richtig schlecht modelliert gewesen. Also so, der hatte gar nichts, ja. Der hatte, glaube ich, nicht mal wirkliche Innentexturen gehabt oder sowas. Also das sah echt nicht hübsch aus. Wirklich nicht. Der geht ja hier noch in Ordnung, los das ganze Gepiepe und sowas, ja, also da kriegst du, wenn du da 8 Stunden Busfahrer bist, kriegst du da einen zu viel. Da gehst du ja schon mit diesen Geräuschen gehst du schon nach Hause, ja. Oder piep, 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 die haben jetzt schon teilweise. So. Und dieses Knacken, was man hört, das ist so ein ganz leichtes Knacken. Das erinnert mich immer so an
dieses Sonargerät von Alien. Könnt ihr euch noch erinnern? So, weiß nicht, ob wir noch Leute unter uns haben, so früher so Alien und so. Wir hatten doch an diesen Kniften, hatten die doch immer so einen Scanner dran. Ne? Und der hat immer dieses Pack, Pack, Pack gemacht. Bis dann irgendwann mal dann irgendwer, also bis dann da irgendwann mal so ein Alien aufgetaucht ist halt, ja. Und das höre ich die ganze Zeit. Also entweder war ich ein großer Alien-Fan dabei, ja, der hier diese Töne aufgenommen hat, oder ich weiß auch nicht. Mach mal aus hier. All routes except. Das heißt wieder, ich habe sie umgefahren. All routes. Ja, all routes heißt all routes. Wow, du kommst hier richtig gut voran. Kein Wunder, dass sie ihre Schnellfahrstrecken hier haben, hier mit den Superzügen hier, die hier 500 km/h fahren und alles was. Also die Stadt kommst du hier gar nicht, ey. Da merkst du halt auch diese Smogbelastung denn halt, denn, ja. Wenn du halt wirklich gefühlt alle 5 Meter eine rote Ampel hast, ja, und die Fahrzeuge stehen, dann kann es natürlich nicht besser werden. Aber so ein Wort wie grüne Welle, das existiert da gar nicht. So, muss man schon echt sagen, wie gut wir das da hier tatsächlich denn doch haben, denn, ja. Riecht sich denn schon auf, wenn die der zweite Ampel rote ist, so weißt du? Aber das ist ja hier natürlich alles andere. Und Verspätung natürlich, die knallt nach oben. Ja, das ist natürlich richtig toll. Aber so vom Stil, wie das Ganze aufgebaut ist, muss ich sagen, ist hübsch. Ist hübsch. Weil man hier tatsächlich auch viele eigene Objekte tatsächlich benutzt hat. Jetzt nicht so Standard-OMSI-Content oder sowas. Also ist bestimmt hier irgendwo drin. Ja, aber man hat natürlich auch viel eigenen Content benutzt. Und das fällt auf. Und dadurch hast du halt auch schon irgendwie so dieses Gefühl, ja, dass du jetzt gerade so irgendwo in Hongkong unterwegs bist halt denn, ne? Also das kommt schon echt gut rüber. Jetzt wäre der Anfang zwar noch toll gewesen, aber man kann nicht alles haben. Ja, guck dir da an, wie voll die Straßen hier sind. Ja, also das ist... Eieieiei. Da musst du auch als Fahrgast natürlich Zeit mitbringen, ne? Wenn du hier mal nur schnell mal eben mit dem Bus fahren willst. Eieiei. So, wie sieht's aus? Wo sind wir denn jetzt aktuell? Wir müssen jetzt zu Poplar Street. Da oben. Eieiei. Da ist ein bisschen was vor uns hier, Leute. Und wenn das mit dem Verkehr natürlich so weitergeht, dann kommen wir natürlich nicht wirklich vorwärts. Oh ja, genau, zieh raus. Sagen wir, sind ja auf der 2 unterwegs. Schlängel mich mal jetzt hier durch. Guck mal hier. Wollte gerade sagen. Ist da irgendein Gerät piept hier?
Was soll ich das Stoppschild, oder? Also dieses Stoppzeichen. Also ich kann mit dem Geräusch auf jeden Fall überhaupt nichts in Verbindung bringen. Wie man sieht, sieht man, dass hier gar nichts geht. Oh doch, jetzt bewegt sich was. Wahnsinn. Solange meine Spur frei wird, ist mir alles wurscht. Schon cool hingekriegt, weil das so, also echt so viele Fahrzeuge hier unterwegs sind. Ja klar, hier hast du aber so spannende Fahrzeuge drin, so, ne? Der Volkswagen. Na guck mal, hier steht auch ein Blitzer. Ja, der ist ein bisschen hässlich geworden, der Blitzer. Ja, grüß dich. Tusa. Hat er uns gerade über eine Sprache begrüßt? Wenn, dann wäre es cool, wenn man da vielleicht noch so eigene Texte zum Beispiel eingesprochen hat oder sowas. Oh, hier gibt es eine Busspur. Spektakulär. Die endet dann hier aber auch schon wieder. Großartig. Rein in den Slums hier. So schaut's doch aus. Aber cool gemacht eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nervt mich. Ja, diese ganze Karte nervt mich jetzt schon tierisch. Ja, aber auf der anderen Art extrem cool gemacht halt. Ja. Was ist das hier für ein End of Bus Lane? Ja, das dachte ich mir schon. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich so ein ganz fieser Mix halt, ja, so aus coole Sache und ja, aber ich weiß nicht, also wir hatten ja jetzt die Karte Bronze mehr gehabt, also das sind verschiedene Welten. Ja, also hier natürlich super detailliert alles. Detailreich gebaut, ja, und sonst mehr einfach Totenleere, ja, wo du halt einfach so bis ans Ende der Karte praktisch gucken konntest. Ah, gut, jetzt will mal jemand raus, ist ja was. Müssen zwar auch rüber, aber. Buses begin to keep left. Ja, wir müssten jetzt eigentlich hier auf die andere Spur jetzt hier auf. Mal ein bisschen vorfahren, mal gucken, wo er uns dann reinlässt. Sonst müssen wir uns jetzt hier gleich mit Schmackes jetzt in die die Spur schmeißen. Ja, damit das klappt hier. Ja. Damit wollte ich mir nur mal ein paar andere Karten angucken, weißt du? Mal was anderes außer Deutschland. Ich wusste ja nicht, dass es gleich so dramatisch hier wird. Oh. 4 Minuten Verspätung gleich. 4 Minuten Verspätung. Und das nur, weil wir an roten Ampeln stehen. Das kann aber nicht die Ernst sein, wirklich.
Ah, guck mal, der Kollege da, der wartet. Er ist freundlich, danke dir. Ja, bremst ab. Und dann ohne zu blinken, weißt du? Das ist hier unsere Station. Und wieder rot. Das hätte man tatsächlich mal zählen müssen, ja, wie viele rote Ampeln wir hier haben. Das Video kannst du nehmen als Gewinnspiel, so, weißt du, so zähle, wie viel, zähle, wie oft wir an roter Ampel standen. Oh, ey. Jetzt weißt du halt, dass ja angegeben ist 45 Minuten Fahrzeit, ja, dass es halt nicht der Fahrweg ist, sondern dass man hier schon 20 Minuten mit den Ampeln schon einfach einberechnet hat hier. Nelson Street. Wir haben ein bisschen viele englische Namen hier, wa? Ich habe damit gerechnet, dass sie hier so Straßen haben, die man so jetzt vielleicht nicht so kennt, so, ja, oder so alltäglich hier. So hört halt, ne? Oh ja, doch. Haben wir teilweise echt selbst eingesprochene Menschen hier drin. Morgen. Wollen aber viele mit. Soy Street. Verspätung herauszufahren hier. Pitt Street. Entschuldigung. Ja, wieso geht denn die Tür jetzt nicht auf hier? Ist die Tür gar nicht auf? Doch, da Exit Door. Wahrscheinlich schon die ganze Zeit mit raus war, kann das sein? Ja, macht jetzt natürlich meinen Tracker eher nicht mit hier, ne? Oh, Leute, ich will los. Guten Morgen. Oh, was ist denn jetzt los? Wenn man hier auf 20.000 Knöpfe drücken muss hier.
Sind das die Ampeln? Ja, das, ach, das sind die Ampeln, die so ein komisches Geräusch machen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn hier im Bus kaputt? Das kam mir gerade ein bisschen komisch vor, weil dieses Geräusch kam immer genau dann, wenn der grüne Männchen halt zu sehen war. Ja? Jetzt hier wieder so. Was ist denn jetzt dein Problem hier? Oder braucht die Tür nur so extrem lange, bis sie halt richtig versiegelt ist? Das hast du mir aber auch für, dass ich hier in die Spur wechseln soll. Alter. So, die Folge geht natürlich voll in die Länge. Ja. Es tut mir unglaublich leid, aber es gab leider nichts Kürzeres hier in Hongkong. Ja. Aber ich wollte sie halt auch unbedingt bei mir auf dem Kanal haben, weil ich glaube, das ist schon relativ cooler Stuff hier. Einfach mal so Bus in Hongkong fahren mit OMSI. Das kann auch mal nicht schaden. Und persönlich, wie gesagt, kann man ja hier wirklich anmerken, dass die Karte ja wirklich nicht schlecht ist. Sie ist anstrengend, aber nicht schlecht. Ja. Linksverkehr natürlich, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber wenn man natürlich britischen Content fährt, dann geht das natürlich vollends in Ordnung. Selbst natürlich mich wenig beschäftigt damit, ja, mit Hongkong-Busfahrt oder sowas, auch nur zufällig tatsächlich gefunden. Und ich bin aber der Meinung, das hatte damals irgendwer mal in die Kommentare gepostet, wo wir unsere britische Woche hatten, dass wir doch mal vielleicht mal so britisch einfach mal in Hongkong fahren können. Und ich glaube, da war es das erste Mal gewesen, dass ich von der Karte überhaupt irgendwas mitbekommen habe. Also das ist wieder so eine Karte, die halt, ja, in die Unwelten des Internets halt so gefallen sind. Und das finde ich halt persönlich immer sehr, sehr schade, denn das ist ja halt schon, also wenn man sich das Ganze hier so anguckt, ist das hier halt wirklich eine extrem hübsche Karte. Und wenn die natürlich denn kaum einer entdeckt, kaum einer findet, ist es mega, mega schade um die Karte. Meiner Meinung nach, jede Karte, die wir bis dato jetzt hier auf dem Kanal hatten, auch die Karte Bronzemeer, sie ist wohl mit einer der ersten Karten, ja, muss man einfach dazu sagen. Jede Karte ist absolut großartig. Sie wurde für uns, für die Community gebaut, bin ich immer noch der Meinung. Und das muss auch gewürdigt werden halt, ja. Also das ist jetzt nicht so, ja, wie viele andere es wahrscheinlich sehen so, dass es ja selbstverständlich ist, dass sich da Leute heransetzen über hunderte von Stunden und das Ganze dann einfach mal so basteln, ja. Für lau. Und dann da vielleicht noch eventuell rumzetern, was das dann doch so für absolut furchtbarer Content ist, der da existiert. Kann ich sowas absolut nicht nachvollziehen. Ach, wir haben ja sogar einen Monitor. Guck mal da.
Der Monitor zeigt uns sogar, dass da gerade keiner steht. Dass es absolut furchtbarer Content ist, der hier abgeliefert wird. Und das, finde ich, geht persönlich meiner Meinung nach zu weit. Aber leider ist es so, dass nicht viele so denken. Klar, wie gesagt, ich habe auch schon den einen oder anderen Bus, weißt du, wo ich so gesagt habe, so, geht gar nicht. Also ich muss hier bremsen. Ah, so macht man das. Ich muss einmal aufs Bremspedal rauf. Und ja, wie gesagt, finde ich das halt immer schade. Aber wie gesagt, solche Karten die übersiehst du denn halt, ja, bei der Masse an Karten, die halt existiert für OMSI. Und deswegen finde ich es halt immer schön, wenn ich dann auch mal neue Karten mir so angucken darf, weil mich interessiert es halt ja auch, ne? Das ist ja nicht, weil ihr die Karten ja schon kennt, die ihr dann unten in die Kommentare postet oder sowas. Aber für mich ist es ja halt auch immer so eine kleine Reise. Klar, Installation ist manchmal echt anstrengend, echt nervig. Aber gut, das ist halt OMSI, ne? Da wirst du an sich nicht mehr wirklich rumkommen. So, genau, jetzt machen wir zu. Hier ist keiner. Willst du mit? Nö, gut. Machen wir Tür zu. Jetzt will ich mir gucken. Weil da ist halt so ein Bremssymbol hier, ne? So, Tür ist zu. Auf die Bremse. Ja, Tatsache. Also einmal auf die Bremse, vielleicht noch die Handbremse lösen, dann haben wir es. Boah! Was ist da los? Habe ich mit Verspätung rausgefahren? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir hatten hier schon teilweise echt 5 Minuten Verspätung. Willst du mir gerade sagen, wir kommen hier gut durch hier oder wie? Das glaube ich ja wohl eher weniger. Ja, nein, also wie gesagt, also bin ich der Meinung, könnt ihr gerne mal euer Statement einfach mal dazu in die Kommentare posten. Schreibt es unten rein, würde mich mal brennend interessieren. Wie seht ihr denn die ganze Sache? Bei Payware bin ich dann natürlich noch ein bisschen kritischer halt, ne, wenn es natürlich denn um sowas geht. Aber auch da bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen harmloser als viele andere. Ja, was okay ist, ne, man soll seinen Punkt so vertreten, wie er es für richtig hält. Bin ich der Meinung, ne? Wenn da jemand natürlich dann sagt, so, er hat halt ein Problem damit, dann soll er es auch kundtun, ne? Also er soll nicht beleidigen, er soll einfach nur sagen, was ihm da nicht stört, und dann passt das halt. Mit Spielen ist das halt so, mit DLCs oder sonstiges halt, ne? Finde ich der Meinung, da kann man dann ruhig mal seinen Mund dementsprechend dann aufmachen, wenn einem da was stört. Da kann man es gerne mal kundtun. Wie gesagt, sowas guckt sich hier kaum einer an, halt, was ich ein bisschen schade finde. Also ich selbst, ich überlege gerade mal so grob mal so durch, so deutscher YouTuber fällt mir jetzt aktuell jetzt nicht groß ein. Ich glaube, Iaia ist dann noch vielleicht einer, der da so ein bisschen auf ausländischen Content geht. Ob er jetzt natürlich die Hongkong-Map jetzt getestet hat, gefahren hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Dafür verfolge ich ihn so gut wie gar nicht. Dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, ja, das macht er jetzt oder das macht er nicht. Sowieso meine YouTuber, die ich halt habe, ja, die haben gar nichts mit Simulation zu tun. Also das ist ja sowieso noch eine andere Sache. Lass mich da halt immer gerne selbst überraschen. Und wenn dann irgendwer kommt und sagt, ja, ja, das hatte der andere YouTuber jetzt letztens auch, dann kann ich dann immer sagen, ja, cool, ja, schön für ihn. Aber so groß im Ganzen versuche ich mir auch halt permanent halt, wenn mich so zum Beispiel so Spiele, DLCs oder sowas interessiert, richtig interessiert, gar nicht erst bei irgendwelchen anderen YouTubern reinzugucken. Genauso wie halt OMSI gucke ich gar nicht bei anderen YouTubern. Weil ich halt immer so das Gefühl habe, jeder fährt sowieso anders. Ja? Und jeder spielt halt auch irgendwie gefühlt anders.
Das sind ja immer so ein paar Sachen so, ne? Die von meiner Seite jetzt mal so ein bisschen so kommen, ne? Deswegen, wenn ich das wahrscheinlich natürlich andere YouTuber gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich das ein oder andere natürlich hier wissen, dass ich jetzt gerade zum Beispiel das mit der Bremse jetzt hier rausgefunden habe. Ja, ist halt so, ne? Also. Oh, Leute, wir sind am Ende. Wup, wup. Wir sind angekommen an unserer Endhaltestelle. Was geht los? Hat Spaß gemacht jetzt am Ende tatsächlich denn doch noch. Taxi only? Taxi only? Was ist mit mir only? Hier ist mit mir only. Hier ist Terminus. Ja, also wie gesagt, am Anfang noch ein bisschen viel gemeckert, aber im Endeffekt hat es mir doch relativ Spaß gemacht, tatsächlich. Hat es mir relativ Spaß gemacht, muss ich jetzt gestehen hier. Verdammt, wollte ich gar nicht, ja. Aber, na mein Gott, geht halt nicht anders. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten, schreibt es einfach unten mit rein, ja. Vielleicht guckt ihr euch das Ganze selbst mit an. Ich packe euch den Link unten zum Video. In die Videobeschreibung würde ich sagen, ne, von der Homepage, da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend runterladen. Und dann, ja, wie gesagt, schaut es doch einfach dann selbst einfach mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge. Haben Sie. Ich verabschiede mich, sage Tschüss. Bis denn.